Schaffner! Na? Das... Der letzte Zug vor der Nacht. Hallo? Max! Entschuldigung? Die Zeit rennt. Die Max, Zeit rennt. Der, Max, der, haben Sie den Zug gesehen? Nein, Sie sind zu spät. Der Zug ist weg. Ich habe ihn auch verpasst. Das kann nicht sein. Sind Sie ganz sicher? Sicher. Ich meine, normal... Ich habe auch gerade erst erfahren, dass er nicht gekommen ist. Das wundert mich auch gerade, wenn ich ehrlich bin. Stopp! Was ist denn hier? Das ist noch Herr Bergmann? Sind Sie auch hier wegen des Zuges? Ja, wir haben, nicht den letzten Zug verpasst, oder? Ja, wir haben den letzten Zug für diese Nacht verpasst. Herr Bergmann, ich muss Sie fragen, haben Sie irgendwie wieder den Schaffner verärgert? Der war letztes Mal wirklich schon... Max, kennen Sie die überhaupt? Überhaupt nicht. Ich wollte Sie auch gerade fragen, Herr Delay, wo waren Sie überhaupt, Herr Delay? Ja, ich hatte noch, die Sitzung hat sich ein bisschen hinausgezögert. Tut mir leid. Wir sollten das mal vorstellen. Ja. Ich befürchte, wir sitzen jetzt hier gemeinsam fest, deswegen würde ich sagen, stelle ich mich erstmal vor. Ja. Mein Name ist Herr Professor Delay. Guten Tag. Guten Tag. Professor in was, wenn ich fragen darf? Psychologie. Ja. Mhm. Aber Psychologie. Das ist mein Kollege. Das habe ich Herr natürlich. Ich habe hier auf Ihrem Namensschild direkt gelesen, Herr Verzögerung. Deswegen konnte ich Sie auch so begrüßen. Ich habe sehr gute Augen, denn ich bin der Anwalt dieser nahegelegenen Heilanstalt, geleitet von dem Kollegen zu meiner Linken. Korrekt. Ja. Wir kennen uns nicht, ja? Das ist korrekt. Sind Sie der? Also ich sag mal so, ich kenne Sie. Ich bin der Wärter, aber wir hatten jetzt nicht viel miteinander zu tun. Ja. Und ist das der Herr Bergmann? Das sollte der Herr Bergmann sein, ja. Ja. Und Sie sind doch Psychologe in meiner Heilanstalt, deswegen bin ich verwirrt, warum Sie ehrlich gesagt tun, das würden wir nicht verkennen, nachdem wir uns einige Male über den Weg genommen sind. Ich bin noch nicht so lange an Ihrer Anstalt. Das freut mich, ist eine große Ehre, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Ich habe schon natürlich alle Ihre Bücher gelesen, aber da Sie bei meinem Vorstellungsgespräch nicht anwesend waren, habe ich Sie noch nicht kennenlernen können. Eigentlich sollten Sie auch den Anwalt, aber naja. Nun gut, von Ihnen habe ich leider noch nicht ganz die... Ich bin der Wärter. Ich leite die, genau, die ganzen Wärter und ja. Was machen Sie genau? Ich bin ein kräftiger Mann. Ich bin der Anwalt dieser Heilanstalt. Ah, okay. Ja, ich für die etwas schwierigeren Fälle, wo noch ein wenig... Wie heißen Sie denn? Rechtsbeistand. Ich heiße Herr Zone. Okay. Ja. Herr Max. Okay. Sag mal, wir haben ein kleines Problem jetzt. Ja. Mal abgesehen davon, dass wir heute Abend dort eintreffen sollten, nehme ich mal an, alle. Ja. Wo sollten wir eintreffen? Ja, stimmt, Herr Max, Sie haben die Tickets gebucht. Was war eigentlich heute los? Wo waren wir unterwegs? Ja, das ist mir gerade auch leider ganz entfallen. Ich dachte, ich wollte einfach nur nach Hause. Ich wollte eigentlich gerade nach Hause. Das ist ja noch eine... Wissen Sie, was mich ganz kirre macht? Die Lampe da hinten, ey, die ganze Zeit rumflaggert. Das hätte man mal irgendwo... Oh. Seit wann haben wir denn so eine fancy Schrift? Mann. Oh. Schauen Sie mal. Hab ich auch noch nie gesehen. Das ist neu. Ja. Ich hatte das vor 2 Monaten beantragt. Nur schon ganz schön verstaubt hier dafür. Oder so. Ich finde es ein bisschen schade. Ich finde es ein bisschen trotzig, ehrlich gesagt. Dass niemand, von Ihnen, als ich aus Übersee dieses Wort fancy mitgenommen habe, dass das niemand von Ihnen bemerkt hat, wie lingual ich mich hier ausgedrückt habe. Wahnsinn, das Licht ist irgendwie kaputt hier. So. Ja, also wir haben jetzt ein kleines Problem, wenn wir hier festsitzen. Ich meine, wir wollten alle nur los und wollten auch heute Abend ankommen, würde ich mal sagen. Ja. Gibt es keine andere Möglichkeit, irgendwie hier wieder in die Stadt zu kommen oder so? Weil irgendwie Nein, natürlich nicht. Ich meine, wir haben nicht umsonst... Die Anstalt ist ja nicht umsonst so abgelegen gebaut worden. Dann bleibt uns die einzige Möglichkeit, dass wir erstmal irgendwo... Ich will nicht, dass es auch noch anfängt zu regnen. Der Anzug war teuer, der Anzug von der Bergmann, das weiß ich auch, der war auch teuer. Kennt sich denn irgendjemand von Ihnen hier aus? Also was hier in der Nähe noch zu finden ist? Ich bin wirklich nur von der Stadt zur Arbeit. Ich mache meinen Wert Job und dann gehe ich auch wieder nach Hause. Also, ich habe noch nie einen Zug verpasst. Ja. Ich würde mich jetzt einfach erstmal hier hinsetzen, glaube ich, und gemütlich anziehen. Da wollen Sie sich hinsetzen? Natürlich, Herr Bergmann. Wieso? Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist. Schauen Sie sich doch mal an hier. Also, auch schon die Spinnen sind da hinten. Hier wird schon seit Ewigkeiten nicht mehr geputzt. Oh, es kann nicht sein. Haben Sie hier irgendwie. Herr Delay? Fühlen Sie sich unwohl? Sind Sie auch Psychologe oder was ist jetzt los? Meine Herren, wir sollten uns darum kümmern, vielleicht ein bisschen die Gegend zu erkunden, einen Unterschlupf zu finden und vielleicht hat Herr Bergmann ja irgendwo in der Nähe noch ein paar Sachen. Also das Einzige, was wir hier haben, ist unser Arbeitsplatz, die Nervenheilanstalt, in der wir gemeinsam arbeiten. Und Sie meinen, das wäre jetzt eine hervorragende Idee, dort zu übernachten? Nein, das glaube ich nicht, denn ich habe sie abgeschlossen und ich muss mit Ihnen sprechen, meine Herren. Okay, also hier war ich schon mal nicht, das kann ich sagen. Was ist denn das Problem? Ja, es betrifft jetzt nicht unbedingt die Situation hier am Bahngleis, aber es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Sie vermutlich in wenigen Tagen arbeitslos sein werden. Denn
Die Heilanstalt, sie läuft nicht besonders gut. Die Leute, sie werden immer weniger verrückt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die Leute, es läuft aber einfach mal, nicht gut. Warum teilen Sie das den beiden jetzt mit? Wir haben das besprochen, wie wir die Kündigung aussetzen. Warum soll ich denn lügen? Das ist doch jetzt nicht die richtige Situation hier, wenn wir gefangen an einem Bahngleis sind. Irgendwie das meine ich aber auch. Ich verstehe gerade überhaupt nicht, was hier los ist. Haben mich gerade gefragt, ob wir zum Heilerstaat können. Da kann ich doch nicht lügen, meine Herren. Also ganz im Ernst. Aber was heißt denn, es läuft nicht? Haben Sie gerade gesagt, das Problem ist, dass es zu wenig Patienten gibt? Es ist tatsächlich so, ja. Das ist Ihr Ernst? Ja. Wann haben Sie das letzte Mal jemanden behandeln müssen? Hier gerade eben, deswegen bin ich ja zu spät gekommen. Und wen? Was meinen Sie denn, warum ich so lange noch in der Anstalt war? Moment mal. Sie haben heute noch jemanden behandelt? Ja, natürlich. Gerade eben. Als ich vorhin meinen Rundgang gemacht habe... Wurde der gestern eingeliefert und heute hatte ich noch meine Sitzung mit ihm. Als ich vorhin durch die Gänge der Heilanstalt gegangen bin, war da niemand. Wie, da war nichts. Herr Delay, da war alles leer. Ich war doch eben da. Ich weiß doch, was ich gemacht habe. Ich habe gerade noch gearbeitet. Wir können zurückgehen. Ich zeige Ihnen meine Akten, die ich noch geführt habe, über den Fall. Ich weiß einfach aus Erfahrung, dass es nichts bringt, wenn wir jetzt hier diskutieren und diskutieren. Wir sollten erstmal eine Möglichkeit finden, die Gegend zu erkunden. Und dann können wir unsere zwischenmenschlichen Probleme regeln. Aber es bringt jetzt nichts, wenn die Nacht immer kälter wird. Wir haben jetzt auch nicht mehr gerade Sommer und wir hier bei Nacht die ganze Zeit draußen frieren und es noch anfängt zu regnen oder sowas. Lasst uns doch einfach mal diesen Weg entlang gehen und vielleicht finden wir noch einen Ersatzschlüssel, Herr Bergmann. Nein, das ist jetzt das halte ich für eine ganz, ganz schlechte Idee. Ich weiß nicht, warum. Wie kommen Sie denn gerade drauf? Ich habe den Schlüssel dabei. Ich habe abgeschlossen. Ich habe heute zum letzten Mal meine Heilanstalt abgeschlossen. Mein Ruf ist ruiniert, weil keiner mehr verrückt werden wird. Ja, und Herr Bergmann, was sollen wir jetzt? Die Heilanstalt ist geschlossen. Hier ist mein Anwalt, er soll es Ihnen erklären. Die können mich doch nicht einfach fristlos entlassen. Nee, ich entlasse sie nicht fristlos, nein. Ich versuche das Ganze natürlich momentan noch zu retten mit diversen Investoren aus dem Ausland, aber mein Gott, verrückten. Ich hoffe einfach, hören Sie zu, ich investiere meine... Männchen schwimmen auf dem See. Okay, ich glaube, das Problem hat sich gelöst. Herr Max? Schwimmen, ja? Wir haben ja gerade, glaube ich, ein paar bessere Probleme als irgendwie... Machen Sie sich keine Sorgen. Machen Sie sich keine Sorgen, mein Job ist los. Sie erzählen mir mitten in der Nacht, wo wir den Zug verpasst haben, an einer Station, wo absolut nichts los ist, ja? Wir arbeiten an einer Nervenheilanstalt, wo anscheinend irgendwo ein Patient da ist, wo eigentlich gar keiner mehr ist. Ich glaube, irgendwie ist irgendwas hier nicht ganz in Ordnung. Das Gefühl habe ich allerdings auch. Sind Sie überhaupt Herr Bergmann? Können Sie sich irgendwie ausweisen, dass Ihnen wirklich diese Heilanstalt gehört? Ich kann bürgen für Herr Bergmann, dass Herr Bergmann Herr Bergmann ist. Wer soll er denn bitte schon sonst sein? Ja, das frage ich mich hier. Herr Zone, ich bin der Anwalt dieser Heilanstalt seit mehreren Jahren. Natürlich. Warum habe ich den noch nie gesehen? Ich habe absolut niemanden gesehen vorhin, als Sie losgegangen sind. Warum haben Sie überhaupt so lange gebraucht? Da war niemand. Ich hatte noch meine Sitzung, wie gesagt. Sie kennen den Patienten. Wie heißt der Patient? Aktennummer. Ich kenne alle Patienten in- und auswendig. Ich möchte die Aktennummer wissen. Er heißt B. Torini. Wir führen alle unsere Turini. Patienten mit vorne. Okay, Boris Turini. Boris Turini? Die Aktennummer weiß ich jetzt natürlich nicht auswendig, aber wie gesagt, natürlich wissen Sie die nicht. Ich bin nur der behandelte Arzt. Ja, entschuldigen Sie, dass ich nicht diese fünfstellige Nummer auswendig im Kopf habe. Aber ich habe Ihnen schon angeboten, wir können gerne zurück zu angeblich Ihrer Heilanstalt gehen. Und dann zeige ich Ihnen die Akten und alles, was Sie sehen wollen. Langsam habe ich das Gefühl, Sie spielen hier irgendein Spiel, was... Herr Delay? Wer sind Sie überhaupt? Boris Turini. Ist vor über 12 Jahren in unserer Heilanstalt gestorben. Wovon sprechen Sie verdammt nochmal? Wir gehen jetzt sofort in diese Heilanstalt. Das kann doch wohl nicht sein. Nein, das werden wir nicht. Wir bleiben jetzt hier am Bahnhof. Aber da ist kein Zug. Da ist kein Zug. Sprechen Sie. Was ist schon wieder los? Da ist kein Zug. Doch, da kommt doch der Zug. Wir haben den Zug verpasst. Sehen, da kommt doch der Zug. Da ist doch kein Zug. Doch. Nein, da ist ganz, kein Zug. Doch, natürlich, ich sehe ihn doch. Nein, da ist kein Zug. Doch, ich sehe ihn doch. Da ist absolut kein Zug. Max, komm Sie mal kurz her. Max, kommen Sie mal bitte kurz her. Drehen doch völlig durch. Was ist denn los mit denen? Ich frage mich. Erst sagen die irgendwie kein Patient, jetzt sehen die irgendwelche Züge. Das stimmt hier nicht. Nein, da ist kein Zug. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass da hinten gerade der Zug kommt. Ich habe mit den beiden Sie noch nie was zu tun. Ich habe noch nie meinen Chef getroffen. Ich habe noch nie Kontakte zu irgendwelchen. Ich mache meinen Job und das ist alles. Wollen Sie jetzt auch gerade sagen, dass das...
Die haben doch heute auch noch gearbeitet in der Heilanstalt, oder nicht? Ich habe aber mit ihrem Patienten noch nie gesehen. Wo ist denn der Zug? Meine Damen und Herren, alle drei, wir verschwinden jetzt von diesem Bahngleis und gehen wieder mehr. Ich traue nicht, die wollen mich doch irgendwie jetzt im Wald entführen. Natürlich, oder? Selbstverständlich. Ich bin ja nur der Anwalt. Ist klar, natürlich. Ja. Haben Sie irgendwie... Können Sie jetzt irgendwie beweisen, dass Sie... Waffen dabei? Gegenstände, irgendwas? Da kommt der Zug. Natürlich! Was heißt nicht natürlich? Herr Bergmann. Ich habe nichts. Herr Bergmann, da ist kein Zug. Treten Sie erstmal ein bisschen zurück jetzt vom Bahngleis. Bitte zwei Schritte zurück. Behandeln Sie mich nicht wie einen Ihrer Patienten, Herr Verzögerung. Ganz im Ernst. Ja, doch. Langsam habe ich nämlich das Gefühl, genau das sollte ich tun. Herr Bergmann. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ich hab meinen Ausweis dabei, aber den werde ich Ihnen nicht zeigen. Da Sie mich ja sowieso entlassen, muss ich jetzt auch nicht mehr respektvoll mit Ihnen umgehen. Doch genau das, glaube ich, ist gerade die Problematik, die hier zwischen uns steht. Noch bin ich hier vorgesetzt, aber wenn Sie sich weiterhin so einen Ton erlauben, dann reicht's mir langsam! Haben Sie ja sowieso die Anstalt heute das letzte Mal geschlossen. Vergessen Sie mal nicht hier, dass wir gerade... Warum lachen Sie eigentlich so? Warum grinsen Sie mich die ganze Zeit an? Meine Herren, als Anwalt muss ich mir sowas nicht geben. Ich suche mir jetzt eine Bleibe. Herr Bergmann, ich weiß nicht, was in Sie gefahren ist. Normalerweise habe ich Sie als wirklich einen noblen Mann kennengelernt. Ich habe mich kein bisschen verändert seit dem Mittagessen heute. Ja, was? Ja, dann machen Sie doch den Plan, Herr Zohn. Warum haben Sie die Kündigung vorzeitig ausgesprochen? Wir schließen endgültig warum schließen auf Sie dem überhaupt? Papier erst so in einer Patienten. Woche. Es gibt immer noch keine Patienten. Natürlich nicht, natürlich. Und weglaufen wollte ich gerade. Hören Sie auf, mir meine Idee zu klauen. Sie Scharlatan. Mit Ihnen gehe ich nirgendwo hin. Bleiben Sie jetzt zurück. Bleiben Sie zurück. Gehen Sie da in dieses versiffte... Wie reden Sie denn jetzt eigentlich mit mir? Zurück. Ich rede gar nicht mehr mit Ihnen, wenn Ihnen also das... Ich muss dazu sagen, Herr ist der Einzige, den ich kenne und dem ich vertraue. Ganz genau. Dann mach das. Ich bleib auf dem Steg. Ich bleib auf dem Steg. Bleib mal schön da drüben. Aber da ist kein Zug. Ja, aber vielleicht wird er ja kommen und dann bin ich der Erste, der dem Zug sitzt. Und was macht ihr denn in diesem dunklen Wald? Ich habe Sie persönlich noch nie getroffen. Sie haben mich zwar eingestellt, aber ich habe Sie noch nie getroffen. Ja? Ich habe Sie schon so oft gesehen. Ich habe Sie noch nie gesehen, ja? Ich habe Sie noch nie kennengelernt, genauso wie Herrn Zone. Ich bin der Wärter, ich mache mein Ding und dann bin ich weg. Aber ich sage Ihnen eins, der Zug ist noch nie zu spät gekommen. Treten Sie bitte vom Bahnsteig zurück, das habe ich Ihnen schon gesagt. Herr Zone, was ist das denn hier an der Wand? Ich bleibe hier am Steig. Ich weiß das nicht, ich habe das schon... Oh, sehen Sie wieder irgendwelche Züge? Aber da scheint nichts drin. Das ist einfach nur ein Gemälde irgendwie. Da hat einfach nur jemand ein Buch an die Wand. Ich verstehe es nicht. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe! Leute! Kommt sofort her! Kommt sofort her! Ja. Herr Max? Was? Herr Bergmann? Ja? Was ist? Okay. Bergmann? Ja. Was ist denn los? Okay, Herr Bergmann, da ist kein Zug. Ja, doch, da war kein Zug, da war gerade eine Gestalt. Ich schwöre es Ihnen, Männer. Da war gerade eine Gestalt in einem blutgetränkten T-Shirt. Angeleuchtet von der stärksten Lampe, die ich jemals gesehen habe. Oder einem erhabenen Licht. Einer gottgleichen Erscheinung. Oh, Bergmann, Entschuldigung. Geht's Ihnen gut? Haben Sie irgendwie. Nein, Sie mal. Ich schwöre es Ihnen. Bitte glauben Sie mir. Ich möchte, dass Sie sich irgendwie ausweisen, dass Sie wirklich der Herr Bergmann sind. Ich kann mich nicht ausweisen. Das ist verrückt geworden. Ich bin... Ich möchte jetzt erstmal überhaupt wissen, was war denn da hinten? Was haben Sie da gefunden in dieser Hütte? Nichts, nichts, außer da ist einfach nur, ein Bild. Ich habe gesehen, dass Sie irgendein Buch in der Hand haben. Ja, ein Bild mit einem Buch, aber das ist einfach nur, wenn man die Leinwand herabreißt, da ist nichts. Da ist überhaupt nichts. Das Haus ist extrem marode, der Baum ist da reingewachsen. Da. Sie hatten doch gerade ein Buch in der Hand, was Sie da angeblich gefunden haben. Habe ich mir das nur eingebildet? Kommen Sie mal mit. Ja. Ich weiß es nicht, Herr Bergmann. Da sind die beiden einfach viel... Ich weiß nicht, warum haben Sie das mit der Kündigung ausgesprochen? Können Sie mir jetzt das mal erklären? Das Buch, das in diesem Bilderrahmen hing, da könnte was dran sein, was Herr Bergmann gesagt hat. Was ist das? Was soll das sein? Wo? Weiß es nicht. Nehmen Sie das her. Mal in dem Haus. Stimmt doch irgendwas absolut in dem, nicht. Bleib mal hier. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, das ist hier die Heilanstalt. Die Leute haben sowieso nicht mehr alle beisammen. Sie arbeiten hier schon viel länger als ich. Sie haben diesen Mann noch nie gesehen? Nein, ich habe auch Dinge. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Wir sollten das erstmal für uns behalten. Sie meinen, wenn Sie meinen, ich fühle mich überhaupt nicht mehr wohl hier, muss ich sagen. Ja. Der dreckigen Station. Ja, also hier ist tatsächlich nichts weiter zu finden. Gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse bei Ihnen, dass wir jetzt weiter vorfahren? Fakt ist, wir können hier nicht mehr bleiben. Ich muss jetzt auf jeden Fall hier irgendwie weg. Ich muss auch auf die Toilette, wenn hier. Wie weit ist es denn zu Fuß? An den Gleisen entlang? Ja. Wenn Sie sagen, Herr Bergmann, Sie haben irgendwie von einer Person gesehen.
Wo war das denn? Vielleicht kann es ja irgendjemand... Im hellen Licht angeleuchtet, mit blutverströmten Hemd. Okay. Also Herr Bergmann, das ist jetzt mal selbst. War da Blut? Ganz sicher? Er war blutüberströmt. Wer soll das denn sein? Ich weiß es nicht. Hier ist niemand, weit und breit nichts. Ich hasse Blut. Ich zeige Ihnen jetzt, wo das war. Und Sie meinen, das ist eine super Idee, jetzt auf die Gleise rumzuspazieren? Sie bleiben da, Sie bleiben da jetzt. Aber das ist die noch bessere Idee, alleine. Es kommt ja eh kein Zug. Also nein, Sie gehen sicherlich nicht alleine. Ja. Nein, ich zeige Ihnen doch, Sie sehen doch von da, Sie sehen doch von da, wo es war. Ich möchte Sie jetzt hier auch noch weiterhin in Gefahr bringen. Nein, hier. Sie gehen sicherlich nicht schauen alleine. Schauen Sie sich hier. Ich stand hier und dann... Ich bleib hier. Herr Max, bleiben Sie bitte. Stand hier die Gestalt. Hier stand die Gestalt. Hier stand die Gestalt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so war. Und jetzt kommen Sie bitte wieder dann in die Gestalt. Ja, ich gehe wieder zurück. Herr Zone, Sie kommen bitte auch. Ich schaue mir das nur kurz an. Die Stadt zu kontaktieren oder sowas, das kann doch nicht sein. Ich schaue mir das nur kurz an. Ich habe was gehört. Was war das? Ich habe irgendwas gehört. Was ist hier los? Bitte? Was machen Sie Herr beiden Bergmann? Da? Hier sind Magazine und Prospekte. Wir schauen, ob wir irgendwie hier ein Telefon finden oder so, womit wir vielleicht irgendwie jemanden in der Stadt kontaktieren können. Okay. Jetzt ohne. Ja. Kommen Sie denn da mal wieder hoch langsam oder wie ist das? Ja, Moment. Der Mann. Und Leute, nicht vergessen, da ist kein Zug. Der Mann, den ich glaube gesehen zu haben, sah aus wie Boris Torini. Seit 15 Jahren tote Patient, ja. Den anscheinend der Verzögerung angeblich heute behandelt haben soll. Ich möchte das. Sie kennen mich, ich bitte Sie. Unsere Familie, natürlich. Wir haben regelmäßig gemeinsam Weihnachten gefeiert. Was haben wir alles durchgestanden? Sie müssen mir glauben, ich bin nicht verrückt. Ich habe einen stressigen Tag, mich nimmt diese ganze Insolvenz, nimmt mich mit. Und wenn der Krieg nicht hoffentlich ein paar neue Kunden liefert, dann sind wir wirklich bei Herr Bergmann, wir reden dann nachher darüber, aber okay. Sie wissen ebenso wie ich... Hinter ihn! Was? Oh Gott. Was denn? Hinter ihn stand etwas. Was denn? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich dachte erst, es wäre Sergeant Max gewesen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hinter ihnen gerade etwas stand. Was denn? Ja, irgendeine Gestalt! Es war dunkel, es war im Schatten. Herr Verzögerung? Ich hab nichts gesehen, nichts gespürt. Ja. Wo stecken Sie? Herr Max? Sie? Hier, standen Was Sie. Was haben Sie da im Wald gemacht? Wir haben gerade. Standen Sie nicht gerade hinter. Wir haben uns nur unterhalten und ich hab doch vorher gesagt, ich muss aufs Klo. Haben Sie irgendwie Hilfe holen können? Ich habe nur eine Frage. Waren Sie beide gerade die ganze Zeit in dem Baum? Wie schön sind deine Bäh. Alles okay? Hallo, alles in Ordnung bei euch? Ich muss irgendwie, also irgendwas ist hier, weiß ich nicht. Geh mal wieder hier rein. Warum singen Sie andauernd? Singen? Was? Warum singen Sie andauernd? Herr Max, wie lange sagen Sie, arbeiten Sie hier schon? Lange? Sehr lange? Wie lange denn so ungefähr? Ja. Bitte? Wie lange arbeiten Sie schon hier ungefähr? Was sagen Sie? Ich kann mich da absolut nicht erinnern, wie viele Jahre das sind, aber es ist schon sehr lange. 10, 15 Jahre sind das bestimmt. Ich muss jetzt mal hier was aussprechen. Und ich Sie habe, sagen, Sie haben. Ja, sprechen Sie frei heraus. Als ich mich hier beworben habe, ja, bei dieser Heilanstalt, habe ich wirklich nur das Beste gehört. Ja? Die Top-Heilanstalt hier in der Umgebung. Aber was ich jetzt gerade gelesen habe. Vorne in der Bahnstation, da lag nämlich etwas rum. Herr Max, mögen Sie vielleicht mal vorlesen, was ich Ihnen gerade gegeben habe? Eine Zeitung, die ich da drüben gefunden habe. Wovon in der Station. Das Einzige, was ich da drin gefunden habe, da stand absolut nichts auf dem Papier drauf. Gar nichts. Also ich spreche Sie jetzt schon wieder. Ich war doch davor. Wo denn? Wo haben Sie das gefunden? Zeigen Sie mir. In der Station. In der Station? Ach so, natürlich. Ach, was haben Sie denn gefunden? Ja. Nein, ich habe gar nichts. Was soll das denn jetzt? Ich lese es uns gerne mal vor. Lesen Sie das bitte vor, was da steht. Aber bitte lesen und nicht lesen. Ich möchte jetzt mal wissen, was hier überhaupt vor sich geht. Was für ein Ding, was reden Sie eigentlich? Abendblatt, Ausgabe 17 im Jahre 1935. Neue Gerüchte um Heilanstalt Bergmann. Nachdem wir in der letzten Ausgabe berichteten, dass die Heilanstalt Bergmann mangels Patienten geschlossen werden soll, haben uns nur neue Gerüchte erreicht, dass der Grund ein ganz anderer ist. Unbestätigte Quellen lassen verlauten, dass es in der Anstalt nicht mit rechten Dingen zugehen soll. Von alternativen Heilmethoden ist die Rede, von Informationsunterschlagung.
seinem gravierenden Fehlverhalten der behandelnden Ärzte. Unser Reporter hat sich für sie in die Heilanstalt begeben und ein Interview geführt. Was herauskam, war ebenso überraschend wie schockierend. Ja, hier ist ein Teil des Artikels rausgerissen. Da fehlt sozusagen dann der Rest. Nichts, nichts wurde ganz gefunden. Genau. Die Seite fehlt, dass der Reporter seinen Fehler eingesteht und zugibt, dass es alles erstunken und erlogen ist. Das war eine Hetzkampagne, die unsere Anstalt fast ins Lächerliche gerissen hätte. 1935. Ja, Herr Zone? 1935. Ja. War dieser Reporter hier und musste danach eine Gegendarstellung drucken, weil das eine Verleumdung gegen unsere wunderschöne Heilanstalt war. Und Was hat er denn geschrieben? Also ich kann mich daran erinnern, dass der Reporter da war, aber ich habe die Story nie gelesen. Wollte gerade sagen, Sie haben doch auch schon zu der Zeit hier gearbeitet im letzten Jahr. Ja, ich habe den auch gesehen, aber also ich habe mich doch nicht drum gekümmert. Ich bin der Wärter, ich kümmere mich um solche Dinge doch nicht. Ich mache Türen auf, Türen zu, ich schließe ab und bin weg. Ich möchte jetzt mal wissen, warum diese Heilanstalt wirklich geschlossen wird, Herr Bergmann. Das habe ich Ihnen gesagt. Habe ich gerade noch behandelt. Ich verstehe nicht, was Sie Sie sind der Einzige, der diesen ominösen Patienten gesehen hat. Ich bin ja auch weder Psychologe, Herr Zone, ich muss ja auch mit den Patienten arbeiten. Ja, aber denken Sie, dass ich nicht weiß, was bei mir im Laden vor sich geht, oder was? Ich wüsste doch, wenn ich irgendwelche Patienten hätte. Denken Sie, ich wollte den Laden schließen? Offensichtlich nicht. Das ist ein Familienunternehmen seit mehreren Jahrhundert Jahren. Offensichtlich sehen Sie keine Patienten, aber dafür ein paar Züge, die da angeblich Jetzt rede ich langsam schon völlig durch, ich verliere mein Vokabular. Ja, das glaube ich allerdings auch. Seit Jahrhunderten, wollte ich sagen. Meine Psychologen schlagen immer mehr aus, muss ich sagen. Ja, ich bin ausgebildeter Psychologe, Herr Bergmann. Ich weiß, wovon ich spreche. Und Sie erwähnen das ein bisschen zu oft, Herr Verzögerung. Wissen Sie das eigentlich? In jedem zweiten Satz, ich bin ausgebildeter Psychologe. So als müssten Sie sich selber davon überzeugen, weil Sie in Wirklichkeit nichts anderes sind. Ich muss mich von gar nichts überzeugen. Sie sollten sich vielleicht mal davon überzeugen, wie viele Patienten Sie noch in angeblich Ihrer Heilanstalt haben. Herr Zone? Darf ich mal eine Idee einwerfen? Herr Zone? Herr Max. Ich möchte gerne, dass alle anwesend sind. Wo ist Herr Zone hin? Ich muss ein bisschen Abstand halten vielleicht. Herr Zone, was haben Sie da gemacht? Ich war noch mal auf der Toilette. Ich habe leider einen ziemlichen Blasendrang aktuell. Das ist doch keine Toilette in dem Raum. Egal. Das riecht man auch irgendwie. Das riecht man. Können Sie mal Ihre dekadente, arrogante Art einen Meter zurückschreiben? Das ist schmutzig hier alles. Was ist das denn? Warum haben Sie sich hier beworben? Sie sagen, das ist die beste Heilanstalt aller Zeiten und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite betonen Sie 5000 Mal am Tag, dass Sie Psychologe sind. Und Sie singen die ganze Zeit Lieder herum. Ich singe überhaupt nicht. Was reden Sie hier eigentlich? Alle meine Entchen und O-Tannenbaum. Das sind die zwei großartigen Songs, die wir heute schon von Ihnen hören durften. Jetzt hören Sie mal zu. Wir haben, erstens, wir stellen mal fest, der Zug ist weg, wir haben keine Chance mehr, jetzt nach Hause zu kommen. Zweitens, wir laufen sicherlich nicht hier im Wald rum und suchen irgendeine Hütte, wir kennen uns hier nicht aus, keiner von uns ist Survival-Experte. Drittens, sicherlich mit den Verrückten in den Wald. Herr Delay meint, irgendeinen Patienten betreuen zu müssen, den keiner von uns gesehen hat, richtig? Wir sind ja auch keine Psychologen. Wer hat denn als letztes die Bude abgeschlossen? Herr Bergmann. Das war ich, korrekt. Macht es nicht Sinn, einfach mal zurückzugehen? Einmal nachzuschauen, wenigstens mal einzuklären. Wir haben sowieso nichts zu tun. Es ist auch nichts zu verlieren. Was soll passieren? Ja, das halte ich auch für eine gute Idee, dass wir zumindest für ganz das Vorgehen das und schon uns die ganze Zeit versichern, dass alles, Herr Bergmann, dass alles in Ordnung ist mit unserer wunderschönen Heilanstalt. Es wird jetzt erstmal Zeit, dass wir uns alle beruhigen. Ich würde Sie jetzt bitten, dass Sie einmal kurz Platz nehmen, dann erzähle ich Ihnen, warum wir... Ich werde mich nicht auf diese dreckigen Stühle setzen. Ich gehe schon mal... Das können Sie vergessen. ...ein Stück Richtung Tor. Sie dürfen nicht Richtung Tor gehen. Sie wollen uns alleine jetzt da links laufen? Nein, ich gehe nur kurz gucken, was da... Ich komme sonst mit Ihnen, ist ja kein Problem. Ich gehe nur schauen hier so ein bisschen die Laternen. Max, gehen Sie nicht mit dem mit, das kann doch nicht sein. Inspizieren. Aber kommen Sie mir auch nicht zu nahe, bitte. Hat jemand Berührungsängste, wenn ich das richtig interpretiere? Bitte was? Herr Zone, wir sollten jetzt einfach mal als Gruppe auch vielleicht gemeinsam agieren. Ich schaue mich nur um. Sie haben anscheinend jemanden gesehen. Das nehme ich ernst als Ihr Anwalt und als anscheinend aktuell der Einzige, der im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte zu sein scheint. Und deswegen schaue ich mich ein wenig um. Deswegen. Ja, aber doch jetzt nicht in dem Sauwetter. Nein, ich schaue einfach. Was für ein Sauwetter? Was versprechen Sie? Ja, es fängt an zu regnen. Es regnet nicht. Es regnet nicht. Aber es regnet, natürlich regnet es. Nein, Blödsinn, es regnet. Herr Bergmann, Sie wissen schon, dass Regen etwas mit Feuchtigkeit zu tun hat. Hier regnet absolut nichts. Wo muss doch hier irgendwas regnen? Ich sehe doch klar und deutlich den Regen. Es regnet nicht, Herr Bergmann. Wir sehen doch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ihr habt doch einen Knall, ey. Dann holt euch doch ruhig eure Erkältung, mir ist das doch wurscht. Irgendwas stimmt hier absolut nicht. Ja, aber extrem. Ich bin auch mehr dafür, dass wir jetzt... Wenn wir meine Berufserfahrung eins sagen, dass hier irgendetwas absolut nicht stimmt. Leute, jetzt kommt doch aus dem Regen raus. Ich mache mir Sorgen. Wirklich, kommt wieder unter. Kommt Herr wieder Bergmann, hier. Herr Delay, es regnet nicht. Sprechen Sie doch mal mit Herrn Delay. Ich sehe doch, wie psychisch ihr seid. Ja, was ist ja, denn los ja, okay, mit Ihnen? Es haben nicht ein paar Tricks, die Sie da anwenden. Ich habe auch langsam echt. Mache ich mir ein bisschen Sorgen. Herr Bergmann. Ja. Schauen Sie mal kurz in die Augen, bitte. Okay?
Ist ihn kalt, Herr Bergmann? Ist der Regen kalt? Nee, also wenn ich mal fliehe, ihn auf ihrer Haut. Moment. Komm, wir machen mal ein paar Schritte hier nach draußen. Ja, ja, es ist kalt. Nach draußen. Nein, dann werde ich nass. Haben Sie Angst, nass zu werden? Fühlen Sie sich Angst hier unwohl? Nicht. Nein, ich habe doch keine Angst, nass zu werden, aber ich möchte einfach, das ist ein teurer Anzug gewesen, habe ich gerade mal schneidern lassen. Und ja, das ist ein sehr schöner Anzug. Herr Bergmann, wo haben Sie den denn her? Es hat aufgehört zu regnen. Sie können rauskommen, wenn Sie möchten. Lassen Sie mich gerade mal ein bisschen machen. Aber es hat aufgehört zu regnen. Wenn Herr Bergmann nicht in den Regen treten möchte, dann muss er. Aber es hat doch aufgehört, Herr Bergmann. Wenn Herr Bergmann nicht wohlfühlt. Es hat gerade eben aufgehört zu regnen. Also haben Sie den Regen auch gesehen? Ja, es hat gerade aufgehört. Aber es regnet doch immer noch. Nein, es regnet nicht mehr. Herr Zone? Es regnet nicht. Hat aufgehört zu regnen, es hat aufgehört. Haben Sie irgendeinen Regen mitbekommen, Herr Zone? Ich hab keinen Regen mitbekommen. Und es regnet auch jetzt nicht. Herr Bergmann, regnet es gerade. Mensch, sagen Sie doch einfach, dass es regnet gerade. Ja, es regnet gerade. Wie stark? Lassen Sie mich doch einfach mal meinen Job machen. Es ist leichter Nieselregen. Okay. Außerdem, aber Sie, wenn Sie irgendwie Regen sehen, dann... Wieso sollte ich denn Regen sehen und Sie nicht? Also, Herr Bergmann. Waren Sie letzter Zeit irgendwie gestresst in Ihrem Beruf? Machen Sie sich vielleicht Sorgen? Was ist denn das für eine Frage? Stresst sowas. Ihre Heilanstalt. Herr Zone, können Sie das hier? Ich bin der Anwalt. Was für eine private Sitzung? Ich möchte gerne mit meinem Chef. Wenn Sie eine private Sitzung von, hätten Sie vielleicht Ihren Job mal anständig gemacht. Bitte was? Was ist das denn für eine Anschuldigung, Herr Zone? Das ist keine Anschuldigung, Herr Verzögerung, aber wir wissen alle ganz sagen, genau, warum Sie sich bei uns als letzte Instanz bewerben mussten. Nicht, weil Sie fanden, dass diese Kanzlei, Herr Bergmann, hier die schönste Kanzlei war. Nein, ich bin Ihren Lebenslauf durchgegangen, rausgeflogen aus insgesamt 17 Heilanstalten. Sie kennen mich überhaupt nicht. Das habe ich aber noch nie gehört. Das ist doch Ist das wahr? Ich kenne jeden. Ich bin natürlich nicht gut also, informiert. Doch angenommen. Well informed, wie der Engländer sagt. Wenn das wirklich Ihre Heilanstalt ist, Herr Bergmann, dann müssen Sie doch wissen, was mein Lebenslauf ist. Ich hätte es wissen sollen. Herr Bergmann überlässt mir die Überprüfung. Wieso haben Sie denn zugestimmt? Wieso ich dem zugestimmt bin? Weil ich ein Befürworter der 18. Chance bin. Gar kein Anwalt ist, das ist doch die Wahrheit. Hier werden irgendwelche... Natürlich. Herr Delay, Sie haben mir nie irgendwas davon erzählt. Sie sind der Einzige, dem ich hier vertraut habe. Ja, weil es auch nicht stimmt. Was soll ich denn erzählen, wo es nichts zu erzählen gibt? Okay, waren Sie vorher in ich wollte hier gerade diese aufgehört zu regnen. Weil ich das Gefühl habe, dass hier langsam alle... Es hat jetzt gerade angefangen zu regnen, Herr Bergmann. Wir könnten jetzt vielleicht doch mal... Herr Bergmann, es regnet gerade. Jetzt regnet es tatsächlich. Nein, lass uns unterstellen. Komm. Es regnet immer noch nicht. Es regnet gerade, also jetzt im Moment hat es tatsächlich gerade angefangen zu regnen. Es regnet immer noch nicht. Und ich habe wirklich. Sind Sie irgendwie. Was ist jetzt los? Dann stellen Sie sich doch mal nach da draußen, wenn es nicht regnet. Also, bleiben Sie doch mal 10 Minuten da draußen stehen und dann gucken wir gleich mal. Vielleicht werden Sie dann nochmal schön sauber wieder. Bitteschön. Nach Ihrem Toilettengang. Gott. Ich hätte es wissen müssen, mit der Verzögerung meine ich. Gut, dass Sie das gesagt haben. Natürlich. Ich habe das. Wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Wir waren immer Befürworter, was wirklich auch das Aufnehmen von gescheiterten Personen anging. Ich hätte es wissen müssen, als ich den Button-Down-Hemdkragen gesehen habe. Psychologen aus Harvard tragen normalerweise immer Haifischkragen. Da hätte ich stutzig werden müssen. Vielleicht hat er gar nicht promoviert, ich weiß es nicht. Okay. Sie sind doch der Wärter, Herr Max. Ne? Ich bin länger da als Sie. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Türen geschlossen sind. Ist das nicht richtig? Ist richtig, ist korrekt. Ja. Wo sind die jetzt überhaupt schon? Herr Zone? Herr Bergmann hatte die ganze Zeit recht. Wo sind Sie denn? Ich habe ihn auch gesehen. Er stand genau hier vor dem verdammten Fenster. Wer? Wer stand da? Blutig, Patient, hier. Oh, hier ist doch weit und breit. Was für natürlich, genau welcher hier Patient? Vor der. Boris Turini stand genau, da. Genau, Boris Turini stand da, den Sie anscheinend behandelt haben, der aber seit 15 Jahren tot ist und nun plötzlich hier sein Unwesen treibt. Wie kann denn Boris Turini hier vor dem Fenster stehen, wenn der. Ja, tot Sie ist? Widersprechen sich doch selber. Was ist. Also. Glauben Sie an ja, das ist ja, das ist ja die Frage an der Sache. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder schön zurück zur Anstalt. Wird höchste Zeit, meinen Sie nicht? Dass wir mal vielleicht irgendwie. Und dann, ja, natürlich. Dann kümmern wir uns da alles. Also Selbstverständlich. Hier stand jemand, hier war jemand, hier ist jemand. Wir sind hier nicht alleine und das ist unser Hauptproblem. Nicht, ob jetzt irgendwie ja, Sie 17 Mal rausgeflogen sind oder ob er Lieder singt oder ob... Herr Verzögerung. Ja,
Also hat mir jemand eine falsche Akte. Herr Zone, Sie sind doch bei klarem Verstand. Sie wollen natürlich erzählen, dass hier ein toter Mensch vor dem Fenster steht, in zerfetzten Klamotten mit Blut dran. Ich bitte Sie. Nein, das sind Sie sicher, natürlich dass Sie nicht selbst in die Heilanstalt eingewiesen gehören? Wissen Sie, wenn Sie wirklich offen zugeben, dass Sie irgendwelche Leute vor Ihren Augen sehen, dann sollten Sie vielleicht wirklich mal zurück zur Anstalt gehen. Hören Sie mir zu. Wissen Sie, an was mich das erinnert? Was? Ich hatte in meinem... Vor langer, langer Zeit, das kommt mir vor wie in einer anderen Dimension, hatte ich einen Fall, der etwas mit einer... Wir haben ihn damals Spielemeister genannt. Wir haben ihn damals Spielemeister genannt. Und das Vorgehen war ähnlich. Die Leute gegeneinander aufwiegeln, Hinweise hinterlassen und plötzliches Auftauchen von irgendwelchen Gestalten. Und am Ende sind wir uns alle fast gegenseitig an die Gurgel gegangen und sind dann nur mit ganz knapp mit dem Verstand wieder davon gekommen. Wovon sprechen Sie? Was für Gestalten? Was war das für ein Fall? Sind Sie sicher, dass Sie nicht an übernatürliche Dinge glauben? Ich wollte gerade sagen, ich bin mir sicher, dass Sie nicht an übernatürliche Dinge glauben, weil der Spielemeister damals keine übernatürliche Sache war. Und dem wollen Sie glauben, dass ich irgendwie... Wovon reden Sie? Das erinnert mich einfach nur, ich weiß gar nicht, ich bemerke, wenn etwas... Das ist die Herr Zone, wie lange arbeiten Sie schon in der Heilanstalt? Länger als Sie geboren sind, also... Sind Sie sicher? Ich Zone und sehr, ich, wir arbeiten dabei. Beide seit 20 Jahren gemeinsam an den... Ja, Sie sind bestimmt seit 20 Jahren gemeinsam in der Heilanstalt, das kann gut sein. Worauf wollen Sie hinaus? Auf welcher Seite? Ist das, was Sie mir gerade unterstellen wollen? Also was ich frage mich, wo Herr Zone angefangen hat. Als Anwalt oder als Patient? Als Anwalt, selbstverständlich. Kommen Sie mir nicht zu nah. Ja, Sie erzählen hier irgendwelche Dinge von Toten. Dann reden Sie nie wieder. Ich bin sowohl Anwalt, Sie als auch immer noch Regen, Ihr Vorgesetzter. Züge und Arzt, was für Gestalten mit blutigen... Was für ein Arzt? Allgemeiner Mediziner. Mhm. Und das hilft jetzt in der Situation. Ja, in der Situation hilft das jetzt vielleicht nicht zwingend, aber das war... Aber Sie haben toten Menschen gesehen. Ist doch alles okay. Nein, das glaube ich. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass hier irgendeiner von euch Schabernack treibt und hier ein riesiges Gesamtkonstrukt aufgebaut hat. An einem schauspielerischen... Konstrukte, das wird alles logisch zu erklären sein. Unbedingt. Das ist das, was ich in meiner Freizeit plane. Ja, ehrlich gesagt glaube ich das. Die ich noch nie kennengelernt habe. Ich habe doch Ihren engelsgleichen Gesang vorhin gehört. Da steckt doch schauspielerisches Talent dahinter. Wissen Sie was? Mir reicht das jetzt. Ich gehe jetzt alleine zur Anstalt. Geben Sie mir den Schlüssel. Ich komme sofort mit. Was glauben Sie bei der Anstalt zu finden? Warum wollen Sie alles für Anstalt? Ich würde ganz gerne nachher Verzögerungspatienten schauen. Nur mal schauen, ganz genau. Okay. Und wissen Sie was? Wir können über die Nacht sowieso nicht hier bleiben. Richtig, ganz genau. Geben Sie mir den Schlüssel. Und Sie sollten vielleicht auch mal mitkommen. Das ja, wäre vielleicht ganz gut. Ich habe den Schlüssel nicht. Was heißt denn, haben den Schlüssel nicht? Ich habe nur den Schlüssel für die Zellen, aber nicht für das Haupttor. Ich finde erstmal... Sie sind jetzt mal ganz kurz leise. Wie sprechen Sie eigentlich mit mir? Sie sind hier der Wärter, ich bin der Anwalt. Ich bin hier der Wärter. Hier draußen bin ich vielleicht... Drin wenn Sie wollen, dass Ihre kümmerliche Familie komplett auf Haus und Hof verklagt wird, dann sind Sie vielleicht mal besser... Was sollen denn jetzt diese Drohungen? Ich bin ein bisschen entspannt jetzt hier. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier wieder rein in die Wärme. Das ist jetzt hier... Wir setzen uns jetzt mal schön dahin. Müssen wir ja aufpassen, Herr Bergmann, vielleicht, es hier regnet, ne? Ja, oder bevor Sie wieder anfangen zu singen. Eine kurze Zwischenfrage. Meine Herren, Gentlemen. Ja. Hat irgendjemand von Ihnen das Buch, das sich in einem Holzhaus befand? Sie haben doch ein Buch gefunden im Holzhaus. Das habe ich von Anfang an erwähnt, dass natürlich. Ich ein Buch in dem Holzhaus gefunden habe. Das war dort an diesem Gemälde. Da hat auch beide Bücher sind im Besitz von Herrn Max. Das kann ich schon mal sagen. Herr Max, haben Sie auch beide Bücher vorgelesen? Sie haben nur ein Buch. Da stand absolut. Ist da jemand? Vorlesen können Sie trotzdem mal, Herr Max, oder was ist das Problem? Ja. Ich lese vor. Moment, wir werden uns dazu bitte hin. Hinter ihn, da am Steg. Ich schwöre Ihnen. Wo? Am Steg, da war wieder was. Da ist kein Zug. Aber wir sollten jetzt mal reingehen. Wir gehen jetzt mal rein und ich lese in Ruhe dieses Buch vor. So, setzen Sie sich bitte alle hin. Verzögerung, es war absolut unnötig, dieses Buch preiszugeben. Es bekräftigt diese Situation setzen absolut Sie nicht. Ja, natürlich nicht. Das Buch Herr Bergmann, ist setzen Sie sich nicht. Warten Sie mal, ich setze mich jetzt noch nicht hin. Bitte auf der anderen Seite hinsetzen. Ich lese jetzt vor. Kommen Sie bitte mal mit rüber. Können wir uns auf der anderen Seite hinsetzen? Drüben. Da können wir uns wenigstens anschauen. Es ist jetzt 20.59 Uhr und ich habe den verdammten Zug verpasst. Der Zug, der mich hier weggebracht hätte. Ich will hier nicht mehr sein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Oder stimme ich nicht? Genug mit diesen Gedanken. Ich werde hier wegfahren. Die eine Nacht kann ich auch noch hier in der Hütte verbringen. Nur eine Sache stört mich. Ständig höre ich
Und dann folgt nur noch eine wirre Auflistung von Zeichen P, O, I, U, Z, T, R, E. Ja, mein Gott, bei einer Bahnstation von der Heilanstalt. Aber zwischendrin steht Ruf. Aber wir sind hier nur zu viert. Das heißt, irgendjemand von uns muss diese verwirrenden Notizen geschrieben haben. Ich sag mal so, kann das war der Erste, der das Buch für Hünd in der Hand hatte. Als steht da ein Datum oder sonst Bild was? Dran waren. Nein, da steht keiner. Aber als ich das Buch hatte, war das... Ich habe vorher ein Buch gefunden, in dem, soweit ich mich erinnern kann, nichts drin stand. Nichts. Dann haben sie es reingetan, hole ich es raus, auf einmal steht was drin. Jetzt wollen sie mir sagen, sie haben da nichts reingeschrieben. Naja, sie hatten das Buch ja die ganze Zeit in ihren Händen. Ich habe das Herrn Verzögerung gezeigt vorhin, nachdem wir da rausgegangen sind. Sie können mir überhaupt nichts. Also sind Sie sich sicher, dass diese Notiz erst im Laufe des Abends so entstanden ist? Habe ich das richtig verstanden? Ich vermute, dass ich brauche frische Luft. Ich brauche kurz. Herr Bergmann, geht's Ihnen gut? Schauen Sie sich nochmal an, bitte. Ich glaube, es geht niemandem hier mehr wirklich gut. Bitte nochmal kurz an. Seit wann gehört Ihnen diese Heilanstalt hier? Seit 23 Jahren. Seit 23 Jahren, Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. Also wir sollten wirklich... Ja? Was war das jetzt wieder? Bitte, was denn? Leute, ich habe hier eben gerade wieder die Gestalt gesehen, aber das war anders als eben. Halten Sie es nicht für sinnvoll, dass wir uns mal gemeinsam in die Heilanstalt setzen und mal zusammen darüber reden? Ich finde, wir sollten wirklich... Ich unterstütze da Herr Verzögerung. Sehen? Hallo? Hallo, hier. Wo ist hier? Guten Tag. Hä? Wer sind Hallo? Sie? Jungs? Hä? Wo sind Ihre Freunde? Was? Hallo? Hallo? Guten Tag. Herrin, hier, kommen Sie. Hallo? Das ist der! Das ist der! Herr Zone, was ist denn los? Beruhigen Sie sich mal. Beruhigen Sie sich. Wer sind Sie? Was passiert hier? Ja, ich bin gekommen, also, falls Sie auf den. Um wen abzuholen? Bitte was? Ich bin gekommen, Sie abzuholen. Meine Herren, fragen Sie mich bitte. Wer sind Sie denn? Wovon sprechen Sie? Ich bringe Sie zur Anstalt. Der Zug ist weg. Wo wollen Sie hin? Wer sind Sie? Arbeiten Sie auch in der Anstalt? Ja, ich arbeite in der Anstalt. Meine Schicht ist doch gerade beendet. Was ist denn hier los? Gibt es irgendein Problem mit Herrn Turini oder so? Jetzt kommen Sie schon, machen Sie schon. Ich gehe doch nicht mit irgendjemandem mit. Was ist denn mit Herrn Zone? Hallo? Herr Zone ist irgendwie verloren gegangen. Herr Zone, den interessiert auch keinen. Herr Bergmann, wer sind Sie denn? Wie heißen Sie? Ich bin der Sie an einen besseren Ort bringt. Also im Bahnhof. Ob ich das jetzt für gut finde? Ja, ich wollte gerade sagen, ob ich das... Okay. Ich finde, er sieht eigentlich ganz vertrauenswürdig aus. Das finden Sie, ja? Sie als Psychologe sollten wissen, dass man nicht mit fremden Menschen mitgeht, die man nicht kennt. Der wirkt klar und bildet sich keine irgendwelchen Züge ein, oder? Herr Zone, kommen Sie! Folgen Sie mir! Ohne diesen Anwalt, den braucht kein Mensch. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sinnvoll ist, sich irgendwie in den Dunkeln beizustellen. Okay. Okay. Was ist denn los? Kann ich, was ist denn los mit Ihnen? Nennen Sie mir Ihren Namen. Der ist irrelevant. Folgen Sie mir einfach. Ist das irrelevant? Was ist Ihr Name? Ich sage es. Erinnert euch an ich habe euch vorher von einem Menschen erzählt. Hat nichts mit Ihnen zu tun, wer auch immer Sie sind. Aber bitte erinnern Sie sich daran. Mhm. Und rufen sich ins Gedächtnis, dass diese Person... Hören Sie nicht auf den. Der labert ja irgendwas. Sie? Der hat sich auch schon die ganze Zeit eingebildet. Ich möchte jetzt endlich mal zur Anstalt gehen, damit die Wahrheit mal hier ans Licht kommt. So. Welche Wahrheit? Dass die Tür abgeschlossen ist? Meine Herren. Nein. Wie sollen wir denn in die Anstalt reinkommen, wenn wir keinen Schlüssel haben? Ich verstehe nicht bis heute, wie diese Anstalt abgeschlossen wurde, wenn da nicht mal ein Schlüssel vorhanden war. Wie haben Sie das hingekriegt, Herr Bergmann? Wie meinten Sie, heißt dieser Mann? Und wer sind Sie? Das ist völlig irrelevant. Folgen Sie mir einfach. Das sieht genau gleich aus wie damals. Ich komme mit Ihnen mit. Ich vertraue Ihnen. Wie? Das gleiche Gesicht. Würden Sie mir bitte auch folgen, meine Herren? Der Spielemeister. Ich sag mal so, alles ist besser als am Bahnhof zu sein. Wovon reden Sie? Reden die da wieder, Max? Ich hab keine Ahnung. Also ich sag mal so, alles ist besser als beim Bahnhof. Kennen Sie den? Ich meine, das ist doch... Nein, ich hab's nicht gesehen. Glauben Sie, ich als Anwalt komm doch einfach plötzlich ohne Grund so herum und renn so weg? Leute, das ist ein Fehler. Leute, lasst davon ab, das ist ein Fehler. Folgt ihm nicht! Leute, wovon sprechen Sie? Ich weiß es nicht. Wenn Sie nicht bereit sind, mit uns dahin zu gehen, dann wird es vielleicht eher sein, auch wenn wir nicht... Aber Herr Zone hat recht mit dem, was er sagt. Irgendwas stimmt hier nicht. Herr Zone ist nicht mehr ganz dicht, bei Ihnen regnet das doch sowieso. Ist doch egal. Nennen Sie Ihren Namen. Beruhigen Sie sich, meine Herren. Folgen Sie mir jetzt einfach in die Anstalt. Mögen Sie mir vielleicht mal kurz Ihren Namen sagen? Wer sind Sie überhaupt? Dann können wir vielleicht... alles in der Anstalt erklären. Folgen Sie mir. Okay, aber... Nein, wieso in der Anstalt? Warum nicht jetzt? Erklären Sie es hier, auf offener Straße. Weil ich Sie jetzt in die Anstalt zurückbringen werde. Und Sie werden mitkommen. Kommen Sie doch einfach genau erstmal mit ihm mit in der Anstalt. Er wird bestimmt alles erklären. Genau. Der kommt mir wirklich vor, als wäre es der Einzige, der hier ein bisschen Durchblick macht durch die Sache. Zusammenbleiben. Ja. Ja, ich bin mir sicher, das ist auch einfach einer unserer Kollegen.
Es ist so merkwürdig, dass irgendwie keiner seine Kollegen hier wirklich kennt. Herr Verzögerung, Sie sind der, der am misstrauischsten den ganzen Abend war. Und jetzt laufen Sie einfach mit irgendjemandem mit, den Sie gerade erst kennengelernt haben? Von Ihnen, der hier irgendwie keine Halluzination hat. Ach so, Sie trauen dem Treppenmann aus dem Wald mehr als mir? Wir beide erzittern fast in Furcht und dem vertrauen Sie. Ja, selbstverständlich. Das ergibt Sinn und er führt uns plötzlich zur Anstalt, will uns zurückbringen. Allein, was ist das denn bitte schön für eine Aussage? Ja, zurück zu unserem Arbeitsplatz. Es treffen alle heute komische Aussagen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wer überhaupt irgendwas Richtiges hier sagt. Übrigens, Herr Beckmann, ich habe vorher, als ich weggerannt bin, hören Sie nicht auf die sind ich völlig habe ich mich in der Hütte versteckt und habe schon wieder, ich habe schon wieder Boris gesehen. So, aha, das Tor ist offen. Das ist ja schon mal interessant. Herr Bergmann, Sie sehen, das ist ja schon dass das mal Tor sehr interessant, hier, ne? Herr Bergmann. Können Sie mal schauen? So. Worauf warten Sie denn? Also wenn Sie mich fragen, Herr, wie auch immer Sie heißen, wir sollten Herr Bergmann nachher mal ein bisschen unter die Lupe seit nehmen. Seit 1934 ich glaube nicht, dass das unser Chef ist, übernommen von Dr. Safirian und Psychologe Herr Delay. Professor, ja. Doktor und Psychologe. Was geht hier vor? Das ist doch Quatsch. Herr Bergmann ist der Leitende. Ich wusste nicht, dass mein Name jetzt da steht, aber... Wo sehen Sie denn Safirian? Genau. Herr Verzögerung, was führen Sie bitte schön für ein Spiel? Was sehen Sie denn? Was sehen Sie da? Hier steht Professor, Doktor und Psychologe Herr Delay. Ich möchte Sie wirklich ungern. Ich bin Psychologe. Aber Sie müssen jetzt wirklich in die Anstalt. Das ist doch aber nichts Neues. Das ist doch nichts Neues. Wollen Sie wirklich die ganze Nacht hier in der Kälte? Wir setzen uns da drin jetzt an den Tisch und dann wird aber mal ausführlich über die Sache geregelt. Sie können nicht einfach das Schild austauschen und Sie können auch nicht einfach den Psychologen Herr Verzögerung zum Geschäftsführer mit ernennen. Davon wusste ich jetzt auch nicht. Ging es doch überhaupt nicht. Ich bin in die Anstalt. Wenn ich befördert wurde, dann wenn Sie befördert, überhaupt nicht befördert. Nein, natürlich nicht. Der Einzige, der ihn befördern kann. Und nach dem heutigen Abend glaube ich nicht mehr, dass Sie überhaupt noch hier irgendwie Teil der Heilanstalt sein werden. Natürlich. Dann entlassen Sie mich nachher mal. Wir bringen Sie nachher mal schön zurück in Ihr Zimmer und dann reden wir erstmal ein bisschen. Wie meinst du mal? Wie reden Sie? Wieso reden Sie? Hören Sie mich bitte einmal beruhigen würden. Wir betreten nun mein Büro. Wie Ihr Büro? Wer sind Sie denn? Erkennen Sie mich? Hallo? Hallo, wenn Sie... Spielen Sie einfach mit, holen Sie mal so. Ja, Herr Bergmann, willkommen zurück in Ihre Heilanstalt. Kommen Sie mal schön mit. Wieso sind denn hier... Wieso sind hier Leute? Es wird doch geschlossen. Sind die Leute? Die Anstalt wird doch... Ich hab's Ihnen noch gesagt. Meine Herren, kommen Sie einfach mal mit. Als ich die vorhin abgeschlossen habe... Ich dachte, Sie haben abgeschlossen. Ja, Sie wissen doch, warum wir hier Schluss machen, warum wir hier... Adele, stellen Sie sich bitte neben mich. Hallo? Okay. Wir sollten die wirklich mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Die wirken sehr, 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 sehr verwirrt. Was ist denn hier? Was ist das überhaupt für ein mobiles Büro mit irgendwelchen toten Köpfen? Schließen Sie bitte die Tür hinter sich und setzen Sie sich. Ich will jetzt sofort wissen, was hier gespielt wird. Ich nehme an, es wird Zeit, dass ich mich Ihnen mal vorstelle. Mein Name ist Professor Dr. Safirian und ich habe diese Anstalt vor einigen Jahren von Ihnen übernommen. Das ist gelogen! Das ist kompletter Schwachsinn. Sie drei leiden alle an einer schizophrenen Persönlichkeitsstörung. Natürlich, und sind schon ich seit Jahren in der Anstalt interniert. Das wäre mir doch aber neu. Delay ist unser Chefpsychologe, der diese Experimente durchgeführt hat. Das ist Quatsch. Keiner von euch. Oh, ihr werdet ja selber total überrascht. Ihr seid erwischt. Was? Du darfst nicht aus meiner Rolle fallen, Leute. Okay? Was für ein Experiment? Herr Safirian wird Ihnen alles erklären. Herr Zone? Ich habe die Anstalt seit ungefähr 5 Jahren von Ihnen übernommen, Herr Bergmann, nachdem Sie selbst einer Persönlichkeitsstörung an mir liegen waren. Und warum sollte Herr Bergmann eine Persönlichkeitsstörung? Warum? Was? Herr Bergmann hat keine Persönlichkeitsstörung. Wir sind hier, um Sie zu behandeln. Was wollen Sie behandeln? Ihre Persönlichkeitsstörung. Wie bereits gesagt, sind alle drei an einer Schizophrenie. Herr Bergmann, hier stimmt doch irgendwas. Sie müssen gut dringend behandelt werden. Ich habe das Gefühl, die Patienten sind ein bisschen aufgebracht durch dieses... Was war mit Boris? Was war mit Boris, den wir draußen gesehen haben? Was war mit diesem blutverschmierten Leichensack, der hier draußen sein Unwesen treibt? Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme am Experiment. Wir sollten die wirklich zurück in Ihre Zimmer bringen. Das ist... Ich kann mich absolut nicht daran erinnern, irgendwo freiwillig daran teilgenommen zu haben. Ich bin Wärter. Natürlich. Ich bin auf und zu. Natürlich sind Sie Wärter. Kommen Sie mal schön mit. Jetzt ist okay. Ich schließe doch hier nur Türen auf und zu, das wissen Sie doch. Ich glaube, das ist hier. Schließen Sie die Tür hinter sich. Kommen Sie mit. Ich muss vielleicht ein bisschen Hilfe holen von den anderen Pflegern. Das ist ein Zeichen dafür, dass Sie irre sind. Dass Sie irre sind? Überlassen Sie... So spricht doch kein... Tolle Heilanstalt, halten Sie da.
Sie wissen ganz genau, wer sie sind. Sie wissen, was sie gemacht haben. Und sie kommen damit nicht durch. Sie dürfen die Patienten jetzt nicht weiter aufbringen. Sie sind völlig durch den Wind. Kommen Sie schon mit. Doch, natürlich sind Sie Anwalt. Ich bin Anwalt. Sie wirken total nervös. Und in Anwalt sieht immer noch mehr aus. Er wirkt total nervös. Merkt ihr das nicht? Wir die ganze Zeit, er bringt keinen richtigen Satz raus. Er ist total nervös. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Ich glaube eher, dass. Ich meine, ganz ehrlich, Sie können uns doch wegstecken. Es nützt doch nichts. Soll uns doch wegstecken. Ich bin Wärter. Ich hab doch hier alle Schlüssel. Das ist doch kein Problem. Das hättest du vielleicht nicht sagen sollen. Deswegen komm ich noch mit. Die Schlüssel? Zeigen Sie sie mir? Da ging gar nichts. Kennen Sie nicht mal. Kommen Sie mal schön mit jetzt hier. Kommen Sie mal schön mit. Wir kommen jetzt schön mit wieder in ihre, ne, in ihre Kanzlei, bringe ich Sie, Herr Zone. Herr Bergmann, Sie kommen schön in das Inhaberbüro. Nö. Und Herr Max, ich bringe Sie jetzt auch wieder auf Ihren Posten, ne? So. Folgen Sie mir mal. Diese verdammten Irren. Hey, pst. Pst. Wo bleiben Sie? Nicht trödeln, bitte. Ja. Kommen Sie mal schön mit. Na klar. So. Herr Zone, ich glaube, Sie haben da einen neuen Mandanten. Der wartet schon auf Sie in Ihrem Büro. Vielleicht sollten Sie mal sich mal anschauen. Wer hat denn Gary rausgelassen? Wer hat denn Gary hier rausgelassen? Um Gary. Den habe ich doch vorhin eingesperrt. Gary, ganz ruhig, ja. Ganz ruhig, ganz genau Gary. Okay. So, Herr Zone, gehen Sie mal bitte da rein. Da wartet ein Mandant auf Sie. Ich müsste nochmal auf die Toilette. Ich müsste nochmal auf die Toilette gehen, Herr Verzögerung. Wo ist denn hier die Toilette? Dürfte ich da vielleicht noch kurz hin, bevor in ich... In Ihrem Zimmer. Ich glaube, da... Gehen Sie mal schön hier rein. Doch, die ist doch ganz genau hier drin. Hier, in der Ecke. Hey! So. Herr Zone, ich habe ihn eingesperrt. Max, lauf! Lauft! Rennt! Ich habe ein kleines Problem. Wo geht's hier raus? Was ist hier raus? Da geht's raus. Wieso sind die nicht in ihrem Zimmer? Lauf! Ich wollte sie gerade hier reinbringen, aber irgendwie die Tür ist zugefallen oder so. Warum haben die überhaupt einen Schlüssel? Wie können die das hier abschließen? Was soll das? Herr Zone, rennen Sie, Herr Zone! Hilfe! Ich hol Hilfe! Verdammt. Wir kennen uns nicht.